Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit einem Postkasten-Video zur Lage des Kanals. Ja, lange nichts mehr gehört von mir, ist klar, es tut mir auch sehr leid. Und da habe ich mir doch gleich gedacht, lass doch ein Lebenszeichen einmal von dir uploaden und das machen wir doch gleich. Wir haben da so einiges zu besprechen und es scheint auch so, dass die Stimme ja wieder da ist. Was haben wir? Zuerst einmal muss ich mich bedanken dafür, dass ihr mich nach so einer langen Sommerpause mit so offenen Armen und so herzlich begrüßt habt wieder. Und ja, ich fand noch nicht die Zeit, Danke zu sagen, und auch nicht die Stimme. Ja. Also recht herzlichen Dank, ich hätte mir das nicht gedacht und wie gesagt, wurde von YouTube und von euch noch nie enttäuscht, im Gegenteil, ich bin mehr als überrascht darüber. Also Leute, danke vielmals. Gut, ich habe da eine kleine Liste erstellt, was es da alles zu besprechen gibt, warum jetzt keine Videos jetzt hochgekommen sind zurzeit. Ja, ich habe gedacht, ab Oktober habe ich mehr Zeit, das ist leider eine Fehleinschätzung gewesen. Ich habe eher weniger Zeit, aber egal, es wird jetzt wieder gezockt, ja. Ich nehme mir die Zeit in der Nacht zu spielen und habe mir auch die Games ausgesucht, bei denen ich das auch kann mit des Öfteren illuminierten Zustand. Also, die liebe Not mit der Zeit war es, ja. Und auch die liebe Not mit der Stimme. Mittlerweile kommt die ja schon recht wieder, recht cool rüber. Ich bin zwar noch immer heiser, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe nur, ich bekomme nichts Chronisches, ne, mit dem Hals, aber ein alter Mann hat halt so seine liebe Not mit der Gesundheit. Aber was soll's, Kinder? Ich werde dann auch wahrscheinlich heiser hochladen, ist ja auch egal, ja? Hauptsache es wird gezockt. Gut, das war der Punkt 1. Ab diesem Wochenende werde ich wieder anfangen zu zocken. Ja. Ich habe aber, damit ihr nicht glaubt, ich war untätig in der Zwischenzeit, gab es da ja für mich ein Ersatzprogramm, das ich ja auch ohne Stimme machen habe können. Das Projekt Audacity. Audacity ist ein kleines Programm zur Verbesserung der Soundqualität. Ich habe da, glaube ich, eine Homepage dafür, ja, ist ein Gratisprogramm, ist recht cool und damit habe ich mich beschäftigt ein wenig, um eben für die Videos so Intro-Sounds zu machen, also mit der mit dem Game-Sound oder die Stimme ein wenig zu verbessern, die Hintergrundgeräusche rauszufiltern. Das funktioniert mit meiner Aufnahme eigentlich nicht so gut, weil da habe ich es von Nöten, eine Zweikanalaufnahme zu haben, eine extra fürs für das Video, für das Game und eine extra für das Mikrofon und unter Windows XP läuft halt das nicht so. Da wird alles zusammengemixt und dann wird die Verbesserung der Stimme auch gleich auf das Video übertragen und irgendwie haut das dann nicht ganz hin. Aber irgendwann mal, jetzt ist ja Windows 8 rausgekommen, steige ich ja mit Sicherheit um auf Windows 7 und dort geht das dann recht praktisch. Aber bis jetzt, ja, wie gesagt, habe mich da eingearbeitet und wenn jemand das schon kennt, ja, learning by doing, wenn man nicht vom Fach ist, dann dauert das extrem lange, ja. Aber egal, es mittlerweile funktioniert es einigermaßen. Wenn ihr Fallout 3 Videos gesehen habt oder Skyrim die letzten, dann habt ihr gesehen, dass ich da schon ein wenig herumprobiert habe und ich glaube, das kommt besser. Die Qualität der Videos wird einfach besser durch einen tollen Sound, durch einen tollen Intro- und Outro-Sound, ja? Ja. Deswegen, wenn ihr wollt, dass ich dazu ein Tutorial mache, ja, wie das funktioniert mit Audacity, dann müsst ihr das einfach sagen, ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit auch ein paar Tutorials machen, weil so viele Anfragen gekommen sind von anderen Themen, aber bis jetzt habe ich keine Zeit dazu und das werden wir
wenn ihr das wollt, auch für Audacity machen. Das nächste Projekt wäre Fallout 3. Ja, Fallout 3 haben wir angefangen und in der Zwischenzeit habe ich von einem anderen Let's Player gesehen, dass der das mit der PC-Version gespielt hat und extrem coole Mods draufgeschmissen hat. Ja, Fallout 3 für PC gekauft. Ich habe es mir dann gekauft. Ich habe mir die Game of the Year Edition gekauft und ja, habe auch dann auch gleich mit den Modden begonnen und Fallout 3 ein wenig aufgepimpt. Aber das ist ja auch so eine Wissenschaft und auch wieder keine, aber extrem schwierig, extrem crazy. Ich lerne ja immer wieder gern dazu, aber wie gesagt, learning by doing, ihr kennt das ja, Computerspiele, Bluescreens, Abstürze, neu aufsetzen und so weiter, das ging ja auch schön in die Zeit. Aber ich machte ja hier nur einen kurzen Überblick, was mit Fallout 3 geschehen ist. Es gibt hier den Mod, ne, auf Nexus, das ist die Homepage Nexus, wo die ganzen Mods sind für Fallout 3, dann glaube ich für Fallout New Vegas, für Skyrim und glaube für Oblivion auch, ja. Und diese FWE Fallout 3 Wanderers Edition, die Fallout 3 Wanderers Edition ist ein extrem cooler Mod. Eine Mod, ja. Aber dazu mehr ein anderes Mal. Ich scroll da nur kurz mal durch, dass ihr das auch lesen könnt. Ich werde das dann natürlich in einem extra Video noch beschreiben. Aber ihr könnt mit diesem Mod das ganze Spiel total neu aufbauen. Ihr könnt einstellen, was ihr wollt, wann ihr wollt, Schwierigkeitsgrade. Und es kommt einem, ja, total neuen Game gleich. Und da habe ich dann auch gleich wieder eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich die gleich, ich stelle die gleich jetzt. Wir machen das ja in der, wir spielen das ganze Jahr in der Vergangenheitsform und da sollten wir natürlich nicht sterben und das fällt mir wahrscheinlich mit der Xbox 30 Version nicht schwer, weil die kenne ich ja schon und mit Watts und so, das haut da einigermaßen hin, aber bei der Fallout 3 Wanderers Edition, da gibt es ganz andere Regeln. Da werden wir wahrscheinlich des Öfteren sterben und ja, Leute, das Game ist extrem crazy und schwer. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ja, wollt ihr das mit der Xbox 30 Version weiterspielen, einfach easy und ja, das altbekannte oder wollt ihr das neue, ja? Das ist, ja, also ich bin hin und weg. Ich werde wahrscheinlich dazu, zu dem Modden auch noch eine Tutorial-Serie machen, aber die Dinger hier könnt ihr alle einstellen und das sind aber nur die Überschriften und wenn wir dabei weiterschauen, das ist nur ein Reiter, was ihr da alles einstellen könnt, unglaublich. Ja, ich komme in Schwärmen, ich muss da wieder raus, ja. Aber wie gesagt, Fallout 3, das war eben das aufgepimpte Fallout 3 habe ich. Ich werde die nächsten Serien einmal probieren, ob das auf meinem Computer überhaupt läuft, die Aufnahmen mit der PC-Version und dann schauen wir weiter. Ja? Dann stelle ich euch noch einmal die Frage, wie ihr das wollt und mal sehen. Dann gibt es noch das Ersatzprogramm zum Playen, das Projekt Homepage. Das Projekt Homepage, Leute, das hat mir auch Nerven gekostet, ich kann es euch sagen. Ein Nurmi wie ich, ja, der jetzt versucht, eine Homepage zu erstellen. Ja. Was heißt das? Stundenlang herumprobieren auf der Jimdo Homepage, um sich da mal in das Ganze hineinzulesen und hineinzuarbeiten. Weiters, ja, Bilder animieren, hier animieren, eine, ja, eine Übersicht zu machen, Videos einzubinden und Tod und Teufel. Aber dazu habe ich ja auch gleich eine Bitte an euch. Ich habe ja da keine Ahnung, was ihr wollt und wie eine gute Homepage aufgebaut sein soll. Deswegen habe ich mir gedacht, ich
Aha, haben wir es noch gar nicht. Da, help me please. Unter dem Reiter help me please findet ihr ein Formular, das 8 Fragen beinhaltet. Da müsst ihr nur 7-mal einen Point setzen und eventuell, wenn ihr dann Lust habt, zum Schluss noch ein wenig frei interpretieren, was ihr wollt, das absenden, und dann weiß ich ja, wo eure Wünsche liegen, was ihr gern hättet, was ihr erwartet von einer Homepage. Und wenn euch das zu viel ist, dann schreibt da unten in den Kommentaren einfach frei rein, was ihr wollt. Ist von mir jetzt kurz einmal installiert und freigegeben. Ich habe da dann ein Informationsvideo dazu reingepostet. Das muss ich erst fertig machen, reinposten, hochladen, reinposten, und dann könnt ihr das laufen lassen, und dann werden alle Fragen kurz und gut erklärt, so damit ihr auch wisst, worum es sich handelt. Und habt ihr jetzt die Möglichkeit, mitzuarbeiten, eure Wünsche einzubauen, während die Homepage dann noch im Aufbau begriffen ist, was ihr gern hättet, was ihr erwartet von einer Homepage, wie ihr eine Homepage gern online sehen würdet, und ja, nützt die Chance und helft mir dabei. Wie gesagt, ich bin da ja ein totaler Laie und würde gern euren Wünschen entgegenkommen. Weil es ist ja nicht nur für mich, es ist ja für uns. Ja? Groß geschrieben UNS. Ja, wir sollten ja einen Spaß haben. Also, dieses Video auf der Homepage, ich werde den Link zur Homepage ja in die Beschreibung reinposten, einfach anhören oder ansehen. In der Größenordnung kann man es sehen, man kann es auch vergrößern, aber am besten ihr lasst das nebenbei laufen und hört einfach zu und macht nebenbei dann die Klicks hier. Ja? Schaut euch die Homepage einmal an, wie sie euch gefällt, wie sie so rüberkommt, ja, was für ein Gefühl ihr dabei habt. Ich habe mir gedacht, ich mache das im Dunkeln mit heller Schrift, das ist für meine Augen angenehmer, finde ich, nicht zu überladen. Was ich immer gerne habe bei den Homepages sind animierte Bilder, weil sonst hätte ich ja gleich einen Blog machen können, und einfach mal durchgehen, durchschauen, einfach ausprobieren, was euch da auffällt, bevor ihr da auf diesen Help Me Please Button drückt, ja, dass ihr gleich im Vorhinein wisst, ja, das gefällt mir nicht, einfach mal aus dem Bauch raus, ja, mir wäre es wichtig, aus dem Bauch raus, und einfach auch die schlechten Seiten gleich einmal reinschreiben. Ich bin da ziemlich resistent. Ich habe das gern, wenn Kritik kommt, weil ja, aus Kritik lernt man ja. Also, bitte, seid so lieb, das wäre mein Wunsch, ne, für das Projekt Homepage, wenn ihr mir dabei helfen würdet, ja, einfach ein wenig mitzuwirken. Wie gesagt, es sind nur 7 Punkte zu setzen, und wenn ihr noch wollt, dann ein freies Kommentar reinzuschreiben. Das wäre es eigentlich, ja. Schauen wir weiter auf der Liste Projekt Homepage. Ja, wie soll eine gute Homepage gestaltet sein? Sendet mir ein Beispiel dafür. Ja, genau, wenn ihr Beispiele habt für Homepages, die euch extrem gut gefallen, dann könnt ihr mir die einfach senden. Einfach einen Link dazu, damit ich weiß, wie eine gute Homepage aufgebaut sein soll. Es ist nur das Problem, bei der Jimdo Homepage ist nicht alles möglich, deswegen. Aber hört euch das Hilfe- oder Infovideo zu dieser Homepage an. Ne? Geht auf die Homepage und help me please einfach drücken. Okay. Gut, das Projekt, das wir in Angriff nehmen jetzt, ist das Let's Player Community Channel Projekt. Liberté, Egalité und Fraternité, wir machen das hier Non-Profit und zwecks der Gaude, und da sollten wir uns auch einmal zusammensetzen mittlerweile, weil ich brauche da Informationen einfach über Leute, die bereits Kanäle, also YouTube-Kanäle teilen, wie das dort funktioniert und so weiter. Ich werde dazu auch noch ein extra Video machen, aber vorerst interessant ist für mich nur einmal, wer da wirklich Interesse hat daran.
Und dazu gehen wir natürlich wieder auf meine Homepage, auf unsere Homepage, unter Kontakte, Leute. Und ich habe da ein E-Mail-Formular eingebunden. Jetzt fragt sich jeder, warum braucht der Toso meine E-Mail-Adresse? Ja? Die E-Mail-Adresse ist interessant für mich, weil diejenigen, die mitmachen wollen, die müssen im Internet ja auch Sachen teilen, zum Beispiel jetzt eine Excel-Tabelle oder Word oder auch Bilder oder animierte GIFs oder irgend so ein Schmarrn. Und ich habe mir da einen Dropbox-Account zugelegt. Und dort werde ich dann einen Folder frei machen für eben eine Excel-Tabelle, wer wann was irgendwo und wie hochlädt. Ne? Wir müssen ja das auch koordinieren. Dann vielleicht einmal ein paar Richtlinien aufstellen, wer überhaupt dabei sein will, kann, was er tun soll und so weiter. Das Schöne an Dropbox ist, ihr könnt jederzeit auf das Ding zugreifen, die Sachen bearbeiten und wir müssen nicht immer, und das ist mir wichtig, einen Termin ausmachen, um uns im Netz zu treffen, weil ich habe ja so witzige Arbeitszeiten, dass ich die Termine fast immer sprenge. Ja, ich schaffe das meistens nicht. Und ihr könnt ja dann das Zeug einfach aktualisieren, verändern und ich schaue mir das an und dann passt das. Also da können mehrere Leute gleichzeitig mit der gleichen File arbeiten. Ja, also mit einer Word-File oder mit einer Excel-Sheet oder was weiß ich. Ja. Deswegen, sobald ich dann die E-Mail-Adresse von den Leuten habe, die da mitmachen wollen, schicke ich von Dropbox eine Einladung und ihr könnt dann auf Toso Games zugreifen, nehme ich an. Dann machen wir hier mal, schreibe ich kurz einmal so einen Überblick, was wir da machen, wie wir das machen und so weiter, und ihr könnt euch einen Senf dazugeben, ob das okay ist oder nicht. Und sobald ich weiß, wie viel da mitmachen, können wir uns dann für ein Wochenende mal auch einen Skype-Termin ausmachen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Leute gleichzeitig auf einem Skype-Telefonaccount, also wenn wir chatten wollen, also nicht schreiben, sondern telefonieren wollen, wie viel da gleichzeitig mitmachen können. Aber das machen wir dann auch aus. So viel dazu. Ich quatsch schon wieder so viel Scheiß. Also, das ist nicht gestorben. Ich möchte euch bitten, eben geht auf die Homepage, schreibt einfach dann da rein, YouTube Community Channel oder ja, ich bin bei der Community dabei oder ich will dabei sein, irgend sowas, dass ich weiß, worum es sich handelt, und dann passt das auch, dann bekomme ich das und ich werde darauf dann auch antworten, sobald ich Zeit habe. Ich verspreche nicht so viel. Sorry, Leute. Und zu guter Letzt der Punkt 4, wie soll es weitergehen? Welche Let's Plays werden gespielt? Wir haben das ja jetzt mittlerweile gesehen. Die Let's Plays, die gegamed werden, sind die hier. Ja, wir haben hier Fallout. Das wird mein Projekt. Da steige ich ja voll drauf ein. Ich bin ja hin und weg von dem Mod-Zeug. Ne? Eine kleine Erklärung dazu. Vor langen Jahren, wie das Fallout 3 rausgekommen ist, bin ich ja von PC-Version umgestiegen auf Xbox-Version, weil mir da ja der Computer permanent abgestürzt ist, weil ich da ja schon modden wollte. Und es ist halt auf einer Konsole einfach. Man steckt das Ding rein, die Disk, und es funktioniert. Computer sind ja wirklich Frauen. Ne? Man weiß nie, worauf man sich einlässt, wenn man einschaltet. Eine Katastrophe, Bluescreens, Abstürze und so weiter. Und dann gerade mittendrin Speicherstand ewig hinten und ja. Und deswegen bin ich eigentlich auf Konsole umgestiegen und wegen ein paar Spielen, die es nur auf Konsole gab. Aber jetzt zurück zur PC-Version. Fable 2 wird weitergespielt. Wir sind hier aktiv dabei bei Good Girl und dann, ja, Fable 2 Bad Boy wird auch fertig gemacht. Skyrim spielen wir auch auf jeden Fall weiter, weil das ist ein Game. Da möchte ich die Story unbedingt fertig
spielen, weil ich will wissen, wie das ausgeht. Ich habe ja bei den Let's Playern nicht mehr weitergeguckt, ne, was da alles los ist. Und es ist ja auch so riesengroß. Deswegen. Und wir sind so cool und hochgelevelt. Das kann ich nämlich auch, wenn ich so des Nächtens um Mitternacht nach Hause komme und einen voll im Tee habe, auch noch gamen. Wenn ihr mir dann meine flüssige Aussprache verzeiht, werde ich das Zeug einfach auch hochladen. Ja, die sind die Games, die wir spielen. Dann gibt es noch pausierte Games, die werden wir ab und an, wenn es sich ausgeht, gamen. Und ja gesagt, wollt ihr eine Mod-Tutorial-Videoserie? Das werde ich dann zur Sprache bringen, wenn wir über Fallout 3 reden. Das ist, aber wie gesagt, Tutorials werde ich mehrere machen jetzt, weil eben zu anderen Themen viele gekommen sind, Anfragen gekommen sind, und da werde ich mich auch noch dahinter setzen. Und ich bin noch bereit, ein Game dazuzunehmen, welches in Zukunft noch gespielt werden soll. Ich gehe jetzt davon ab, immer die neuesten Videos einfach da reinzuhauen, also die neuesten Games da reinzuhauen. Irgendwie habe ich da gemerkt, da komme ich total in den Stress, und ja, das kommt am Donnerstag raus, am Mittwoch ist das in der Videothek. Ich hole es mir dann schnell ein paar Videos gedreht, und dann, ja, irgendwie ist das nicht spaßig. Die Leute, die immer, das ist schon wie in einer Redaktion, das Neueste vom Neuesten, und das Alte ist nichts wert. Ich bin mehr auf der Seite jetzt, machen wir gute, tolle Let's Plays von auch alten Games, ne, mit einer super Qualität, ja, das einem Film gleicht, als da irgendwie, ja, durch ein Spiel durchzuhassen. Das mag ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Aber es kommen ja jetzt super Games raus, und vielleicht habt ihr da welche Anliegen, einfach Anregungen, welches Game das sein soll. Assassin's Creed, ja, kommt, dann kommt der Bioshock, kommt, und ja, die zwei, die würden mir auch dauern. Ja. Aber wie gesagt, das werden wir ein anderes Mal, wenn es rauskommt, besprechen. Ihr könnt da einfach mal posten auf dem Kanal oder wo ihr wollt, was ihr gerne sehen wollt von mir. Hm? Okay. So, ich glaube, wir sind da jetzt durch. Ja? Ich habe mich bedankt, hoffentlich zu Genüge, und die neuesten Neuigkeiten da verbreitet. Ich hoffe, ihr habt den Sommer gut überstanden und auch, ja, gegamed, bis das Gamepad raucht. Ich werde jetzt wieder anfangen und muss jetzt noch, glaube ich, 2 Podcast-Videos machen zu gewissen Themen. Und wenn keine Fragen mehr sind, dann schließe ich jetzt hier. Leute, ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Genießt ihn. Vielleicht habt ihr den Fenstertag auch noch frei. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf dem Kanal oder auf der Homepage. Und freue mich auf eure Zuschriften, die da kommen mögen, ne, für die YouTube Gamer Community. Da werden wir uns dann zusammensetzen. Und ja, mehr gibt's nicht. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Hoffe, es war informativ. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es nicht weiter. Euer Toso. Ciao, Leute.